Hallo und herzlich willkommen zu diesem Griefer Games Video. Heute werden wir uns mal was ganz Besonderes anschauen. Und zwar mache ich heute ein Video darüber, dass ich mit jemandem einen Deal hatte im Prinzip und er sich nicht dran gehalten hat. Und ich zeige euch gleich die ganzen Chatverläufe. Hört sich jetzt erstmal harmlos an, aber ich zeige euch gleich, warum mich das so ein bisschen triggert und aufregt. Und zwar erkläre ich erstmal die Vorgeschichte. Ich habe im Forum geschrieben, dass ich 100 DKs Holz suche für den und den Preis. Den werdet ihr noch im Chef loslegen. Er hat geschrieben, gut, mache ich, kann ich machen. Okay. Dann habt ihr mich per Labymod geedit und da fängt es jetzt nämlich an. So. Und zwar, wartet mal, wir gehen mal hier ganz nach oben im Chat. Und zwar habe ich erstmal, hi, hallo, du hattest mich wegen dem Holz angeschrieben. Da habe ich geschrieben, hat er geschrieben, ja, würde dich DKs farmen, nur je 1,5k auf normalerweise für 1,8. Ich kann dir gleich 23, also er wollte mir auch schon direkt die Gas verkaufen. Schreibt er, welches CD-Bild, ich lasse mich auf 1,4 ein, aber nicht weniger. Da, also 1,4k pro Dekar Holz ist einfach für mich, sage ich so wie es ist, ist klar, wenn man jetzt so eine Dekar Holz kauft, kostet die 2000, 2500, aber ich will direkt 100 Dekars kaufen und da bezahle ich keine 200.000 dafür, das sage ich euch so wie es ist. 1,4k, 1,5k, bin ich dafür bereit zu zahlen, aber auch mehr nicht, wenn ich 100 DKs kaufe. Habe ich geschrieben, nee, kaufe nur 100 DKs gleichzeitig, lohnt sich so. Also sonst lohnt sich die Menge, sonst kriegt man halt keinen Massenrabatt, Leute, seht ihr so. So ging das hier jetzt die ganze Zeit hin und her, hat geschrieben, ein paar Tage, hat auch zwischendurch geschrieben, der musste das alles ja besorgen. Haben uns hier auch geeinigt, naja, 100%, ja, verkaufe 100 DKs, dann aber. Okay, dann haben wir das haben wir alles so am Wochenende geschrieben. Dann habe ich noch geschrieben, was das halt für eine Holzsorte ist, weil je nachdem welches Holz ist, ist es unterschiedlich viel wert. Bei Fichtenholz zum Beispiel kriegt man viel leichter als Trope. Dann habe ich geschrieben, okay, welches CD-Bild? Und zwar war das so, hier jetzt in dem Chat, in dem Chatbereich, wollte ich das eigentlich auf mein CD-Bild geliefert haben. Aber er hatte gesagt, kostet 100 Dollar extra pro Doppelkiste, habe ich gesagt, nee, dann lass es auf deinem CD-Bild überschreiben, mir später das GS, das ist ja nicht das Problem. Dann hat er geschrieben, wann es noch fertig ist und so, habe ich geschrieben, okay. Dann hat er mich den einen Tag nochmal auf einen neuen Stand gebracht, der 70 DKs hat und noch 20 beim Kollegen, und dass er dann halt aufgeht. Da habe ich einfach immer nur okay geschrieben, ganz kurz antworten. So. Also jetzt hat, und jetzt ist heute, Leute, heute ist Montag. Ja, heute ist ganz genau Montag, also das Video ist dann nur ein Tag alt. Nehme ich also im Prinzip am Montag auf und kommt dann morgen online. Habe ich geschrieben, okay. So, und jetzt geht's nämlich los. Jetzt wollen wir nämlich nochmal nachverhandeln, wo ich mir so denke, Digga, wir hatten einen Deal und du hältst ihn nicht ein. Wenn man einen Deal macht, ist das für mich eine verbindliche Zusage. Heißt, nee, kannst du jetzt nicht nochmal nachverhandeln. Da, so, und dann, wir scrollen mal hier so ein bisschen hoch. Da hat er geschrieben, er möchte so 1,6 pro DK haben oder 1,55. Habe ich geschrieben, nee, Digga, das zahle ich mir einfach nicht. Würde gerne. Dann hat er gesagt, 1,4k ist ein bisschen wenig. Aber er hat sich doch oben drauf eingelassen. Warum hat er sich denn überhaupt drauf eingelassen, wenn es ihm zu wenig ist, Leute? Warum? Also, und dann hat er noch geschrieben, dass er 1,6k recht günstig findet, noch da. Hat er erstmal geschrieben, ob ich doch da bin überhaupt, weil ich war seit 14 Uhr online und habe aber nicht zurückgeschrieben, weil ich noch was anderes zu tun hatte. Dann habe ich geschrieben, okay, danke, verkauf sie jemand anderem, weil ich, da war ich noch recht höflich, okay. Dann, ja gut, ich habe nicht danke geschrieben, aber ich habe geschrieben, verkauf sie jemand anderen, zahle nur 1,4. So, dann hat er... mach wenigstens 1,456. Ja, gut, da muss ich jetzt an der Stelle sagen, das war schon von mir ganz schön geizig. Ich würde ja zwischen 1,4 und 1,5 zahlen. Aber das hat mich denn so angepisst nachher, dass der einfach nochmal im Nachhinein den Deal ändern will. Da kam ich einfach nicht drauf klar, habe ich einfach nur 1,4 geschrieben. Leute, wenn ihr einen Deal macht, ist das für mich eine verbindliche Zusage, dass das auch dabei bleibt. Brauchst du eine aus für mich. So. Oh. Und jetzt hat er noch geschrieben, nein, nun dachtest du wärst cool, aber ist halt geil. Dann hat er, dachte du wärst cool, also wollte so auf irgendwie auf Mitleid anspielen.
Wer hat mich denn? Wer schreibt mich denn? Machst du neu? Julia, ja. Julia, okay. Warte, wir machen das jetzt hier erstmal zu Ende. Wartet mal, wo waren wir denn jetzt? An welcher Stelle? Ah ja, wollte ja so ein bisschen auf Mittelzeit anspielen. Ja, dann hatte ich nochmal geschrieben, wir hatten einen Deal, der besagt 1,43. Und das hast du gewusst. Da habe ich nochmal drauf eingespielt, dass er sich eigentlich im Vorhinein drauf eingelassen hat. Dann hat er geschrieben, ja, ist ein bisschen ärmlich, eine DK kostet normalerweise 2K, aber nicht, wenn du 100 DKs kaufst, Leute. Wenn man 100 DKs kauft, will ich einen guten Massenrabatt haben, weil ich so viel kaufe. Warum hat er sich denn drauf? Jetzt schreibt er, mach 25% Verlust. Warum verkaufst du denn die 100 DKs an mich, wenn du die, oder machst den Deal, wenn du dabei so viel Verlust machst? Hä? Warum? Dann habe ich noch wieder argumentiert, halt wieder mit dem Mengenrabatt etc. Und dann haben wir hier das nochmal ein bisschen weit ausgediskutiert mit DSNT. Und dann habt ihr jetzt das Beispiel mit den Beacons. Digga, das finde ich am allerbesten mit dem Mengenrabatt. Von dir 60 Beacons und gibst mir 15 gratis Rabatt. Mengenrabatt heißt für mich so ab einer Kiste oder einer halben Doppelkiste. Du kannst Holz nicht mit Beacons vergleichen, weil Beacon pro Stück $1000 kosten. Eine Doppelkiste Holz kostet $1000, Leute. Ein Beacon kostet $1000. Jetzt gebt euch das mal. Der vergleicht Äpfel mit Birnen, so im Prinzip, der. Der macht aus einer Mücke einen Elefanten. Ich kann mir solche Leute einfach nicht geben. Und dann schreibt er bei sowas Mengenrabatt. Mengenrabatt gibt es bei Beacons ab einer Kiste. Sowas kostet eine Kiste 2 Millionen, ein bisschen mehr als 2 Millionen, irgendwas, 2,2 Millionen, keine Ahnung, irgendwas um den Dreh auf jeden Fall. So, dann habe ich dir halt das Argument geführt, das sind Beacons, ja. Und jetzt kam er wieder auf den Punkt zurück, habe nicht verstanden, die 1 kommt oder gar nicht. Wie der mich ver. Der, jetzt hat er hier nochmal nachgefragt, oder gar nicht. Der hat doch vorhin 1,45 geschrieben, jetzt will er wieder 1,6. Siehst du mal? Der kann sich mal wieder nicht entscheiden, Leute. Das ist für mich schon wieder so ein bisschen. Ja, was willst du denn jetzt? 1,5, 1,6? So, also irgendwann hat es mir dann richtig gereicht. Hat er geschrieben, mache ca. 60k Verlust, wenn ich das mache. Ich hätte ihm wirklich, wenn er mich, keine Ahnung, wenn er mir im Vorhinein gesagt hätte, dass er so eins, dass er am Ende so nochmal $50 pro, oder wie soll man sagen, pro DK noch mal ein bisschen mehr haben will. Hätte ich ja nichts, nein. Hätten wir im Vorhinein abmachen können, dass wir noch mal nachverhandeln. Aber im Nachhinein zu kommen mit 1,6K, Digga, das finde ich kacke, muss ich wirklich sagen. Und dann mir noch kackendreist auf mein Gewissen anzuspielen, ist. Und dann hat er noch geschrieben, überlegst dir anders, oder der dir platzt. Wo ich mir so denke, Digga, ich habe doch oben schon längst geschrieben, ich zahle 1,4, du willst 1,6. Oder 1, zwischen 1,4 und 1,5. Und habe ich geschrieben, okay, dann verkaufst du ja niemand anderen. Das heißt doch eigentlich schon, dass ich den dir platzen lasse, wenn du mir nicht diesen Preis machst. Denn da habe ich jetzt eigentlich geschrieben, eigentlich würde ich dich am liebsten Start kicken, aber mache ich nicht, weil das kein Grund dafür ist. Weil Start gekrönt, könnte ich halt meinen Perk verlieren, Leute, ja. Das hat mich 750k gekostet. Das setze ich nicht für so einen Dulli aufs Spiel. So, dann hat er geschrieben, mach ruhig. Habe kein Problem damit. Als Tutor machst du dir keinen guten Ruf, habe ich geschrieben, habe doch geschrieben, dass ich es nicht machen werde. Was ist jetzt dein Problem, so nach dem Motto? So. Und dann hat er noch geschrieben, na, aber wenn man schon kommst du, egal, viel Spaß. Denn, also mitten im Satz hat er im Prinzip abgesprochen und hat sich höchstwahrscheinlich mehr gedacht, lohnt sich sowieso eh nicht mehr mit dem zu schreien, egal. Hoffe, du kriegst deine Erfolg, USW. Am Ende nochmal recht höflich. Aber mit so einem Geiz kommst du nicht weiter. Das nehme ich jetzt schon wieder als Beleidigung auf. Ganz ehrlich, Leute. Ich bin zwar geizig, aber mit diesem Geiz bin ich bei Grief4 Games immer schon recht weit gekommen. Muss ich euch ganz ehrlich so sagen. Wenn ich kackendreist verhandelt habe, bin ich weitergekommen, als wie wenn ich freundlich und nett war. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Also manchmal braucht man auch einfach nur, muss man einfach nur kackendreist sein und dann geht das schon. Und er hat dann noch geschrieben, nicht weiß, LG, seinen Namen halt. So, diese ganze Thematik für mich zusammengefasst. Er ändert andauernd seinen Preis, will nochmal nachverhandeln, obwohl er im Vorhinein wusste, dass es ist. Er vergleicht Äpfel mit Birnen. Wo ich mir so denke, Digga,
Hättest du mir im Vorhinein gesagt, dass du nachher noch mal ein bisschen verhandeln willst, so 1,5, 1,45, hätte ich überhaupt gar kein Problem damit gehabt. Aber dann im Nachhinein, nach 2 Tagen noch mal zu kommen, wo du mir die eigentlich schon richtig zugesagt hattest und dann nicht verkaufen wolltest, jetzt an anderen zu verkaufen und kommen, sagen, dass du Verlust machst, ist doch nicht mein Problem, Digga. Du willst sie doch mir verkaufen. Also im Endeffekt ist für mich das Fazit, Leute. Es hat nichts für mich gebracht, dass ich jetzt den ganzen Tag mit ihm geschrieben habe. Für mich ist einfach das Fazit. Ich werde das weitersehen behalten, dass ich so kackendreist bin. Und dass ich finde meine Argumente in der Hinsicht gerechtfertigt, dass ich, wenn ich so viele Double-Kisten kaufe, den Mengenrabatt bekomme. Ihr könnt gerne dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn jemand anderer Meinung ist, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Es ist nur für mich, wenn man immer Äpfel mit Birnen vergleicht, das kann ich halt immer nicht so ab. Na gut, ich komme jetzt auch mal zum Schluss, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.